Hallo, heute wieder mal eine Vilescu D20 im Set für den kleinen Dampfmaschinenstart. Wir haben eine Vilescu D20 Dampfmaschine, einen Betonmischer, einen Doppelschleifer, eine Transmission, ein Hammerwerk, hinten noch eine Bohrmaschine und hier vorne noch ein Dynamo. Die Maschine ist vorgeheizt, hat gut Druck aufgebaut. Ihr könnt sehen, sie fängt an zu zischen und zu blubbern. Und dann wollen wir sie nicht zu lange warten lassen. Und sie läuft gleich sehr kräftig los. Sehr schöner, kräftiger Lauf, wie sich das für eine D20 gehört. Ah, meine Unterlage ist hier nicht ganz optimal heute. Sehr kräftiger, sehr ordentlicher Lauf. Eine Maschine. An der Maschine ist einiges gemacht worden. Ein neues Kesselglas ist reingekommen. Eine neue Dampfleitung ist reingekommen. Ich glaube, hier kann man es noch sehen. Hier ist mal recht unfachmännisch probiert worden, die zu flicken. Foto von der Unterseite packe ich auch noch rein. Da ist jetzt einfach eine neue Leitung rein. Neuer Absperrhahn. Noch ein paar Kleinteile, die neu gekommen sind. Insgesamt ein sehr schönes Maschinchen. Ich benutze sie hier gerade mit dem Spiritusbrenner. Der ist nicht dabei. Es ist ein 120 mm Speedbrenner mit einer Packung Speed dabei. Das heißt, man kann direkt loslegen. Es ist noch dabei ein Fläschchen Öl. Ein paar Transmissionen sind dabei. Und jetzt wollte ich die Maschine doch eigentlich nochmal so mit richtig Kraft laufen lassen hier. Auch ein bisschen Drehzahl. Schafft ordentlich was. Stellen wir auch ein bisschen langsamer, da muss ich auch nicht so laut rufen. Ihr könnt sehen, das ist noch die alte Variante mit der Dummdampfpfeife mit Gewicht. Federsicherheitsventil und dem Halb, also nicht dem voll verchromten, sondern dem mit der halben Schale. Ihr wisst, was ich meine. Das Manometer eben. Müsste demnach so aus den 70er, Anfang der 80er Jahren sein. Ist leider kein Typenschild mehr da, an dem man sehen kann. Auf der Rückseite ist aber ein blauer Stempel. Das heißt, es müsste so um die 70er, 80er Jahre sein. Ja, ich hatte gesagt, es ist noch was dabei. Es ist ein Doppelschleifer dabei, bekanntes Gerät. Es ist ein Betonmischer dabei. Darüber wird dann hier drüber der Mischer gedreht und hier drüber kann das Schüttgut ausgeschüttet werden. Es ist ein Hammerwerk dabei, macht immer wieder unheimlich viel schönen Krach und ordentlich. Es ist eine Standbohrmaschine dabei. Mit Antriebsriemen, um das Ganze zu betreiben, ist eine Transmission dabei. Da ist sogar noch ein bisschen Platz, da kann noch ein, zwei mehr angeschlossen werden. Es ist ein Dynamo mit dabei, mit einer LED. Ich guck mal ganz kurz, ob ich das aufgebaut kriege, dass man die auch leuchten sehen kann. Kleinen Moment. Auch das gehört mal dazu, das wollte jetzt gerade gar nicht klappen. Ich habe es vorhin mit dem Messgerät durchgemessen, der Dynamo funktioniert. Da müsst ihr mir jetzt tatsächlich einfach glauben. Aber wir können in dem Zug die Maschine auch noch mal kurz von der anderen Seite zeigen. Sehr schön am Schwungrad auch. Keine Farbabplatzer, alles so, wie es sein soll. Hier unten ganz leichte Spuren der Zeit. Auf der Unterseite bei der Befestigung der Maschine auch ganz leichte Spuren der Zeit. Aber obenrum wirklich alles so, wie es sein soll. Auch hier am Kesselhaus. Ganz leichte Spuren, aber nichts, wo man irgendwie sagen müsste, so um Gottes Willen. Auch der Kessel wirklich schön, ordentlich, sauber. Das ist ein schönes Maschinen. Ja, Moment. Bräuchte man doch noch eine Hand mehr. Ja,
Antriebsspiralen sind dabei, damit das Ganze betrieben werden kann. Zwei Sets packe ich dabei. Einen kleinen Trichter haben wir noch. Ein paar Dichtungen haben wir noch dabei. Das heißt, einmal wirklich ein komplettes Set mit allem, was man braucht, damit man starten kann. Wunderbar geeignet. Ja, wenn irgendwelche Fragen sind, wie immer, sehr gerne stellen. Ansonsten hoffe ich, dass sich jemand findet, der der Maschine ein schönes Zuhause geben wird, und schicke viele Grüße. Vielen Dank.